Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Polo Motorrad. Du hast zu diesem Video eingeschaltet, weil du wahrscheinlich interessiert bist an den 5 ultimativen Rennstreckentipps für Hobbyfahrer, Einsteiger oder fortgeschrittene Fahrer. Dann bleib dran, denn genau um dies geht es in diesem Video. Verdammt spannend. Der erste ultimative Tipp ist einer der schwierigsten. Du gehst auf die Rennstrecke, weil du denkst, du fährst Rennen oder das Wort Rennen in dem Thema Rennstrecke natürlich mit drin ist. Und genau das ist ein sehr konträres Problem, da dann meistens ein gewisser Fehler passiert oder es passieren mehrere Fehler, aber in dem Fall ein Fehler, der häufig meistens genau zum Gegenteil vom Rennen passiert, sondern es wird meistens sogar dadurch noch langsamer. Man versucht quasi immer maximal schnell zu fahren und bei maximal schnell fahren richtet man seinen Fokus auf die falschen Punkte. Auf der Rennstrecke gilt es eigentlich immer, Geraden zu finden. Das Motorrad ist eines der langsamsten Fahrzeuge, wenn es ums Thema Kurvenfahren geht. Man denkt immer, Kurvenfahren ist schnell, das macht zwar nur Spaß, aber eigentlich ist es mit dem Motorrad sehr langsam. Das Motorrad hat in der Kurve einfach zu wenig Auflagefläche, um extrem viel Kurvenspeed zu fahren. Da ist zum Beispiel jedes Auto fast um einiges schneller als das Motorrad. Da das Kurvenfahren aber so viel Spaß macht und man natürlich maximal Schräglage erreichen will und Knieschleifen will und so weiter und so fort, muss man natürlich die Geschwindigkeit in der Kurve dementsprechend anpassen, um maximal Schräglage zu erreichen. Weil es gibt drei Faktoren, die sind voneinander abhängig. Das ist die Schräglage, das ist der Radius und das ist die Geschwindigkeit. Änderst du einen dieser Faktoren, änderst du einen anderen mit. Das kannst du nicht voneinander entfernen, das ist die Physik. So, jetzt geht man her und versucht quasi maximal schnell zu fahren und in der Kurve hat man in der Regel relativ viel Zeit, abhängig von der Kurve, wenn der Radius natürlich ein bisschen länger ist, hat man mehr Zeit und kann dadurch langsam die Geschwindigkeit erhöhen, um die Schräglage zu erhöhen. Und genau das ist in der Regel das Problem. Dabei vergisst man absolut den Bezug zur Schräglage, weil man schleichend schräger wird und man ist natürlich dementsprechend sturzgefährdet und in der Kurve kann man halt einfach nicht beschleunigen, also nicht richtig beschleunigen. Und deswegen tut man sich dann dementsprechend schwer, Geschwindigkeit auf die Gerade mitzunehmen und auf der Geraden richtig zu beschleunigen. Denn die Gerade ist eigentlich das einzige und alleinige etwas, wo man mit dem Motorrad richtig beschleunigen kann, denn da ist es schnell. Da ist das Motorrad, hat den Vorteil gegenüber allen anderen Fahrzeugen, dass es auf der Geraden ganz, ganz viele Meter macht. Jetzt ist es eigentlich wichtig, in der Kurve mehr Zeit zu investieren, lieber in der Kurve ein bisschen langsamer zu fahren, auf der richtigen Linie zu fahren, da komme ich gleich noch drauf, lange genug zu warten, lange genug innen zu bleiben am Curb, am inneren Teil der Kurve, um eine maximal Gerade aus dem Kurvenausgang mitzunehmen auf die nächste Gerade. Das ist das Einzige und Alleinige, was wirklich Rundenzeit bringt. Ich bin schon viel auf der Rennstrecke gewesen mit auch sehr vielen Profis aus dem Motorrad-Motorsport, egal ob Superbike-WM, Langstrecken-WM oder auch mit MotoGP-Fahrern. Und da kam es natürlich immer hin und wieder zu der Situation, dass mich die überholt haben. Speziell hier in Spanien, wie wir hier gerade in Cartagena sind, trainieren sehr viele Profis im Winter. Und da kommt man hin und wieder mal in die Situation, dass sich der eine oder andere überholt. Und dann versuchst du natürlich da das eine oder andere abzuschauen. Na klar fahren die in meinem Fall 5 Sekunden schneller pro Runde, aber du hast schon die Möglichkeit, ein, zwei Kurven mal zu spicken, was die so machen. Und dabei fällt mir immer wieder auf, dass die in der Kurve nicht wirklich schneller sind, sondern eigentlich nur auf der Geraden im Verhältnis zu mir die Meter machen und nicht in der Kurve. Also tendenziell, wenn der beim Anbremsen an mir vorbeifährt, war der am Scheitelpunkt in der Kurve vor mir und kam da auch nicht weg. Aber dann, wenn der Ausgang kam, hat er Meter gemacht. Also das muss man sich mal vor Augen halten und den Augenmerk und den Fokus mehr auf die Geraden legen und nicht in die Kurve, auch wenn es Spaß macht. Der Tipp Nummer 2 ist einer, der sehr häufig angewandt werden soll. Wir wollen natürlich alle maximal schöne Körperhaltung fahren, wir wollen alle Knie schleifen. Viele von euch, von uns, möchten auch gerne natürlich Ellbogen schleifen. Das ist natürlich, man sieht es bei den Profis, so tolle Bilder, schaut spektakulär aus und so weiter und so fort. Verstehe ich alles, machen wir alles. Das Problem bei der, wenn man zu sehr den Fokus auf diese Körperhaltung, auf die perfekte Körperhaltung legt, die vermeintlich perfekt ist,
vergisst man sehr viele andere wichtige Dinge, die trotz alledem eine sehr wichtige Rolle spielen. Und die Körperhaltung kommt nicht an Priorität Nummer 1, sondern eher an Priorität Nummer 10. Also man sollte sich eher nicht so stark auf die Körperhaltung fixieren. Grundsätzlich ist wichtig, dass man sich mit der Haltung beschäftigt. Da geht es hauptsächlich darum, die Fußrastenposition bzw. Fußposition an der Fußraste. Wie gut ist der Knieschluss? Wie gut öffne ich mein Knie? Die Hüfte bzw. das Gesäß schon eine halbe Backe nach links oder rechts, je nachdem, welche Kurve das ist, vorbereitet zu haben. Ne, so ein kleines Stück in die Kurve reinrücken, das ist alles wichtig. Aber dabei spielt es jetzt nicht so viel Rolle, ob der Kopf jetzt einen kleinen Knick hat oder der Ellbogen draußen ist oder die Hand eingedreht ist. Das ist nicht so entscheidend. Wichtig ist bei der Thema Körperhaltung, ich vergleiche immer das Kinderkarussell. Wenn du in einem Kinderkarussell, das du selbst anschieben musst, dich zum Drehpunkt hinein bewegst mit deinem Körper, dann merkst du, dass die Kräfte weniger werden. Wenn du dich vom Drehpunkt wegbewegst, also sprich, du hängst dich festhaltenderweise vom Karussell raus, dann merkst du, dass du sehr viele Kräfte abbekommst. Und genauso ist es beim Motorrad. Sprich, wenn du ein Hanging-Off nach innen in die Kurve reinfährst, dann ist es eigentlich so, dass du das Gewicht zum Radius verlagerst und somit weniger Gehkräfte entstehen. Und das ist der Grund, warum du dadurch schneller durch die Kurve durchfahren kannst. Da ist es wichtig, dass du maximal Prozentsatz deines Körpergewichts in die Kurve hineinbekommst, aber es kommt dann nicht mehr auf den kleinen Finger drauf an. Das ist dann schon irgendwann wieder entscheidend, aber nicht am Anfang und nicht im fortgeschrittenen Bereich. Da empfehle ich grundsätzlich mehr, sich wohlzufühlen. Wohlzufühlen, dass man in seinem Automatismusbereich fährt und sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren kann, die dann jetzt in den nachfolgenden Tipps kommen. Tipp Nummer 3. Eins der vermeintlich schwierigsten Dinge überhaupt, was ich so sehe von allen möglichen Hobbyfahrern auf der Rennstrecke, ist die sogenannte Ideallinie. Wenn man es genau nimmt, dann gibt es eigentlich keine Ideallinie, weil die Ideallinie eigentlich immer ein Kompromiss ist. Also was an der einen Stelle gut ist, ist an der anderen eventuell schlecht. Und naja, so wirklich die perfekte Linie gibt es eigentlich nicht. Selbst unter den Profis findest du 5, 6 verschiedene Linien und die sind ja alle schnell offensichtlich. Und es gibt keine wirklich schlechte Linie. Dabei muss man immer bedenken, man muss seinen Fokus wieder auf das legen, was A, dein Motorrad kann oder dein Fahrzeug, und das ist in dem Fall ein Motorrad, also sprich, es kann schnell geradeaus fahren. Hast du eine 600er oder hast du eine 1000er, kannst du mehr Kurvenspeed fahren, weil du eine 600er hast, kannst du weniger Kurvenspeed fahren, weil du eine 1000er hast. Das sind so entscheidende Dinge. Grundsätzlich ist bei der Ideallinie wichtig, man könnte fast sagen, es ist ein Kompromiss aus dem kürzesten und dem schnellsten Weg. Der kürzeste Weg ist nämlich nicht unbedingt der schnellste Weg, weil der kürzeste Weg wäre ja quasi immer innen um die Kurve zu fahren. Das ist ja offensichtlich der kürzeste Weg. Aber da ich natürlich, jeder weiß, innen kann ich nicht so schnell fahren wie außen, muss ich irgendwo einen Kompromiss machen. Und deswegen geht es meistens über von, man sagt so schön im Jargon, von außen nach innen nach außen. Also das heißt, den maximalen Kurvenradius so groß wie möglich zu machen, um maximalen Kurvenspeed zu fahren. Das ist grundlegend einmal das Einmaleins. Das Ganze kann sich aber wiederum aufheben, wenn man zum Beispiel Kurven hat, die stärker sind oder länger sind wie 90 Grad. Zum Beispiel, es gibt Kurven, die sind 180 Grad oder 150 Grad und so weiter. Dann ist es sehr schwierig, weil dann hat das eine mit dem anderen nichts mehr zu tun. Bei einer einfachen, offensichtlichen 90-Grad-Kurve ist es wirklich sehr, sehr simpel und kann grundsätzlich die Theorie angewandt werden von außen nach innen nach außen. Vorausgesetzt, auf diese eine Kurve, meinetwegen eine Rechtskurve, folgt nicht unmittelbar danach eine Linkskurve und dann eine lange Gerade, weil es entsteht immer der Fokus auf die Kurve vor der Geraden. Das heißt, wenn ich zwei Kurven hintereinander habe, von rechts nach links, und dann nach der Links eine Gerade, dann ist die Rechtskurve zu vernachlässigen, sondern die Linkskurve ist wichtiger. Das heißt, ich muss in der Rechtskurve investieren, um die Linkskurve maximal auf den Ausgang zu priorisieren, um wieder auf der Geraden maximal schnell zu sein. Das heißt, es wird von vielen variablen Faktoren wiederum abgewandt, das Außen, Innen, Außen. Dann gibt es einen nächsten Faktor, wenn du zum Beispiel eine 180-Grad-Kurve hast, dann fährst du die meistens nicht von ganz außen an, sondern fährst relativ spitz auf die Kurve zu, bist am ersten Scheitelpunkt, am ersten Curb schon innen, überschießt die Kurve nach außen, drehst das Motorrad wie auf einer Art Wendeplatte um und kommst wieder zurück zum zweiten Scheitelpunkt nach innen und dann wieder nach außen. Das macht man aus dem Grund, weil man dadurch mehr oder weniger versucht, zwei Geraden zu bilden. Eine Gerade am Eingang, eine Gerade am Ausgang. Das sind zwar keine hundertprozentigen Geraden,
Aber sie sind auf jeden Fall aufrechter, als wenn ich die Kurve stark hinterschneiden würde, weil da hätte ich am Anfang schon viel mehr Schräglage und könnte quasi nicht so spät und so hart in die Kurve hineinbremsen. Dadurch verringere ich im Endeffekt nur die Meter, wo ich eine Kurve fahre. Auch wenn das Kurvenfahren schön ist, wie ich schon mal gesagt habe, aber es ist im Endeffekt nicht schnell. Deswegen versuche ich immer nach dem Motto zu arbeiten, suche die Gerade aus der Strecke. Tipp Nummer 4. Sei immer konsequent. Das Schlimmste, was du mit dem Motorrad auf der Rennstrecke machen kannst, ist unkonsequente Entscheidungen zu treffen. Das funktioniert in der Regel in der Arbeitswelt nicht, in der Beziehung nicht und mit dem Motorrad schon gar dreimal nicht. Das Motorrad ist ein sehr primitives Werkzeug, ein sehr primitives Fahrzeug, das mit Eingaben, die von dir kommen, funktioniert. Wenn die Eingaben unkonsequent sind, dann hat das Motorrad ein gewisses Eigenleben. Zum Beispiel weiß es grundsätzlich, wenn du das Gas öffnest, dann sagt das Motorrad, oh, alles klar, Gas öffnen, wir fahren geradeaus, also richte ich mich auf und fahre geradeaus, denn das ist das, was ich am besten kann. Wenn du das Gas schließt, dann sagt das Motorrad, oh, das ist jetzt eine Handlung, mit der kann ich nichts anfangen, weil das ist eigentlich nicht mein Metier, dann sagst du mir jetzt, was wir machen. Das heißt, das Motorrad wird dann hellhörig und wenn das Gas geschlossen ist, ist es lenkwillig. Das muss man grundsätzlich wissen, das ist eigentlich sehr simpel. Dann gibt es noch die Tatsache, dass das Motorrad auf der Bremse manchmal nicht mehr dahin fahren will, wo es hin will. Ich sage immer, es gibt zwei Werkzeuge, um ein Motorrad zu bewegen. Das ist einmal der Lenker, wie es der Name schon sagt, ich nutze den Lenker zum Lenken. Und zum anderen das Körpergewicht. Das Körpergewicht kann ich einsetzen, um das Motorrad aus der Balance zu bringen. Indem dass ich mein Gewicht von der einen Seite zur anderen verlagere, indem dass ich mich umsetze von der einen Seite auf die andere oder auch das Gewicht von der einen auf die anderen Fußraste verlagere. Das heißt, das bringt schon relativ viel. Interessant wird es aber, wenn diese zwei Werkzeuge, also sprich der Lenker und das Körpergewicht, in Einklang gebracht werden und zusammen agieren. Dann ist ein Motorrad sehr, sehr agil und geht über die Physik hinaus, dass es eigentlich unter Gas, unter Öffnung des Gases, relativ störrisch wird. Na klar, wenn das Motorrad nur 50 PS hat, dann ist es unter Öffnung des Gases natürlich nicht so störrisch wie ein 200 PS Motorrad. Aber wir wollen natürlich auch ein 200 PS Motorrad handeln können, im besten Fall unter geöffnetem Gas. Stell dir vor, du hast eine leichte Gerade mit so einem leichten Knick drin und du könntest die im dritten Gang Vollgas durchfahren, kannst das aber nicht, weil du nicht in der Lage bist, das Motorrad unter Vollgas im dritten Gang von der einen auf die andere Richtung zu wechseln. Was machst du? Du schließt das Gas. Logischerweise ist eine unterbewusste, inkonsequente Entscheidung im Endeffekt. Allerdings würde es auch gehen, das Motorrad von der einen auf die andere Seite unter Vollgas zu wechseln. Sprich, ich muss aber dazu sagen, dass die Schräglage hier nicht 45 Grad oder 50 Grad ist, sondern vielleicht von minus 20 bis plus 20, also so typische Knicks. Und da ist es wichtig, dass diese zwei Werkzeuge, von denen ich gerade gesprochen habe, also Lenker und Körpergewicht, in Einklang gebracht werden und beide gleichzeitig agieren. Und das hebelt dann das eine Grundgesetz wieder aus, dass das Motorrad auf Gas nicht mehr dahin fährt, wo du das gern hinhaben möchtest, sondern dann kannst du mit diesen zwei Werkzeugen das Ganze übergehen. Das heißt, das ist dann so konsequent, dass das Motorrad sagt, mit dem kann ich jetzt nichts anfangen, jetzt machen wir das, was der da oben sagt. Und das ist eine konsequente Entscheidung, die sehr abrupt und sehr bestimmend sein muss. Und dann fährt das Motorrad auch exakt dahin, wo du willst, auch unter Gas. Tipp Nummer 5 beschränkt sich aufs Bremsen. Das Bremsen ist vermeintlich genauso ein Thema wie alles andere auf der Rennstrecke. Und wenn man denkt, man muss schnell fahren, versucht man auch spät und hart zu bremsen. Spätes und hartes Bremsen am Anfang einer Motorrad-Hobbyfahrerkarriere oder auch der fortgeschrittenen Karriere endet meistens in extrem viel Stress. Spät und hart bremsen muss gelernt sein und im besten Falle arbeitet man sich langsam Step by Step an spätes und hartes Bremsen ran. Ich empfehle immer grundsätzlich am Anfang nicht versuchen, so spät wie möglich zu bremsen, sondern ich versuche lieber ein bisschen früher zu bremsen, dafür allerdings nicht zu hart zu bremsen. Durch das nicht zu hart bremsen wird weniger Geschwindigkeit verringert, womit ich quasi einen höheren Kurveneingangsspeed generieren kann, der mich zum A stabiler, sicherer und auch schneller macht. Das ist eigentlich der Clou des Ganzen. Und ich habe nicht so viele verschiedene Transfer- und Lastwechselbereiche auf meinem Vorderrad, auf meiner Gabel. Das Motorrad macht nicht dong, 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 sondern ich bin smooth auf der Bremse. Das heißt, ich
überfordere auch so ein Vorderrad nicht so schnell, als wie wenn ich jetzt mit abrupter, harter Schreckbremsung in den Hebel reinfasse. Da ist es eher wichtig, wie gesagt, locker, smooth und lieber ein bisschen weniger dafür früher zu bremsen. Und dann ist es auch für das Auge leichter, die Differenz zu errechnen. Weil alles, was du am Ende der Geraden machen musst oder dein Gehirn machen sollte, ist im Endeffekt eine Geschwindigkeit zu errechnen, unterbewusst, von Maximalspeed am Ende der Geraden von 250 km/h bis zu einem Scheitelpunktspeed, der vielleicht irgendwo bei 80-90 km/h liegt. Und diese Differenz zu errechnen, wann ich wo und wie hart, wie lange bremsen muss, um quasi die vermeintlichen 80-90 km/h am Scheitelpunkt zu erreichen, das geht nur über viel, viel, viel Erfahrung. Wenn ich aber am Ende dieser Geraden vielleicht nicht ganz so schnell bin, weil ich früher bremse, ist die Differenz zwischen diesen zwei Geschwindigkeiten nicht so hoch. Und wenn die nicht so hoch ist, dann tut sich das Gehirn auch leichter, das zu verarbeiten und man ist somit schneller. Das beste Beispiel dafür ist, wenn ein 1000er-Fahrer, ein 600er-Fahrer auf der Zielgeraden oder auf einer anderen Geraden überholt und beim Anbremsen der mit der 600er wieder an die 1000er-Fahrer ranfährt, weil der sich viel leichter tut, mit der geringeren Geschwindigkeit die Differenz zu errechnen, wann er wie hart, wie lange bremsen muss. Somit hat dem 1000er-Fahrer die Leistung, die Überschussleistung, die er auf der Geraden generiert hat, so gut wie überhaupt nichts gebracht. Er hätte theoretisch auch mit Halbgas über die Gerade fahren können, bei 10.000 Umdrehungen hochschalten können. Und er, wenn er dann so spät gebremst hätte wie der 600er-Fahrer, dann wäre er genauso schnell gewesen. Hätte dabei weniger Stress, weniger Anstrengung, weniger Sprit, weniger Sturzgefahr und. Also das ist ein entscheidender Faktor für die Bremse. Lieber ein bisschen früher, dafür softer und einen höheren Kurveneingangsspeed mit mehr Sicherheit und mehr besserer Routenzeit. Das waren meine 5 ultimativen Rennstrecken-Tipps für euch vom Polo Motorradkanal. Schreibt es gern unten in die Kommentare, ob ihr davon schon mal was gehört habt, ob ihr das gerne mal ausprobieren möchtet. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn wir für euch aus diesem Bereich mehr machen sollen. Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Polo Motorrad YouTube-Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wieder mal sehen. Bis dahin und ciao.